Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial von Apple on Tour. Ich bin Yoshi und zeige euch heute, wie ihr die Transparenz von eurer Taskleiste deaktivieren könnt. Ihr seht sie hier oben mit dem Apple-Logo, das ist die Taskleiste. Ihr macht einfach einen Rechtsklick auf den Desktop, geht auf Schreibtisch Hintergrund ändern und ihr seht dann diese Einstellungen, die euch natürlich bekannt sein müssten. Dann seht ihr unten, das letzte Häkchen sollte weg sein und die Transparenz ist weg. Transparenz ist weggefallen. Wir klicken mal drauf und ihr seht, es ist nun nicht mehr transparent. Dies ist besonders gut, wenn ihr Spiele spielt, die besonders aufwendig sind oder ihr ein Notebook besitzt, wo Apple installiert ist und es dann schneller sein soll. Ich habe die Transparenz lediglich immer an, da es mir einfach schöner gefällt, besser gefällt und da ich es viel mehr mag. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial etwas helfen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr uns abonniert. Ciao!